Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 48 der Aktuellen Stunde auf Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Steuerflucht stoppen, auch Fraport fliegt ins Steuerparadies Malta. Drucksache dazu ist 4553. Das Wort hat Frau Kollegin Wissler. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Eine Studie des DIW kam vor einiger Zeit zu dem Schluss, dass deutsche Unternehmen dem Staat jährlich etwa 92 Milliarden € an Steuern vorenthalten, durch Tricksereien und durch die geschickte Verlagerung von Gewinnen ins Ausland. Sie rechnen sich arm und gründen Briefkastenfirmen in sogenannten Steueroasen. Und dabei handelt es sich nicht nur um Länder wie Panama und die britischen Jungferninseln. Nein, Steueroasen gibt es auch innerhalb der EU, beispielsweise Luxemburg oder Malta. So sind im maltesischen Firmenregister über 70.000 Unternehmen eingetragen, in einem Land, das nicht einmal 450.000 Einwohner hat. Unternehmen leiten einen Teil ihrer Gewinne an ihre Tochterunternehmen weiter, die so tun, als würden sie auf Malta wirklich Geschäfte betreiben. Tatsächlich sparen sie aber Steuern. Zwar fallen auch auf Malta Steuern auf Gewinne an, ausländische Firmenbesitzer können sich aber mehr als 80% vom Finanzamt zurückholen. Sie gehen den Staaten, in denen die Gewinne eigentlich entstanden sind, verloren. Und Schätzungen zufolge sind das bis zu 4 Milliarden € pro Jahr allein durch die Steueroase Malta. Meine Damen und Herren, diese Praktiken müssen beendet werden. Die Steueroasen müssen endlich trockengelegt werden. Nun ist es schlimm genug, wenn Unternehmen im Privatbesitz so vorgehen. Wenn es sich aber auch noch um Unternehmen handelt, die sich mehrheitlich im öffentlichen Besitz befinden, wird es vollends absurd. Und da bin ich beim Flughafenbetreiber Fraport, ein Unternehmen, das mehrheitlich der Stadt Frankfurt und dem Land Hessen gehört. Auch Fraport unterhält auf Malta Briefkastenfirmen. Dadurch entgeht dem deutschen Fiskus Steuergeld. Aber weder die Stadt Frankfurt noch das Land Hessen scheint irgendein Problem darin zu sehen. Das ist keine Neuigkeit, sondern es ist seit Jahren bekannt. Im Jahr 2013 fragte der Abgeordnete der GRÜNEN, Frank Kaufmann, damals noch Opposition, in einer Kleinen Anfrage bei der Landesregierung nach, was denn die Gründe dafür seien, dass Fraport auf Malta offensichtlich Briefkastenfirmen betreibt. Die unverhohlene Antwort der damaligen Landesregierung war, dass es sich um eine, Zitat, Optimierung der Steuerposition der Fraport gehen würde, sprich das mehrheitlich in öffentlicher Hand befindliche Unternehmen Fraport spart Steuern. Ein Problem sah die damalige schwarz-gelbe Landesregierung darin nicht. Wie wir durch die Berichterstattung des Magazins Monitor und der Süddeutschen Zeitung erfahren haben, hat sich offensichtlich an dieser Praxis nichts geändert, obwohl mittlerweile Schwarz-Grün regiert und der besagte Herr Kaufmann jetzt Mitglied im Aufsichtsrat der Fraport ist, sogar Mitglied im Beteiligungs- und Investitionsausschuss, wenn ich richtig informiert bin. Uns würde interessieren, ob die Landesregierung in dieser Praxis ein Problem sieht und, wenn ja, was sie gedenkt, dagegen zu tun, dass Fraport Firmen in Malta unterhält, offensichtlich einzig und allein mit dem Ziel, Steuern zu sparen, meine Damen und Herren. Und es bleibt ja nicht bei der Gesellschaft in Malta mit 4 Mitarbeitern und 0 € Umsatz laut Beteiligungsbericht des Landes. Fraport hat auch in anderen Ländern zahlreiche Unternehmen. Aus dem Beteiligungsbericht des Landes ergeben sich weitere Fragen. So ist die besagte maltesische Gesellschaft an einer Managementfirma in Saudi-Arabien beteiligt, die ebenfalls Fraport gehört. Und in der Steueroase Luxemburg hat Fraport eine Tochtergesellschaft mit 4 Mitarbeitern und 0 € Umsatz nach Beteiligungsbericht des Landes, angeblich mit dem Ziel, den Betrieb eines Flughafens im Senegal zu übernehmen. Da frage ich mich, warum gründet ein hessisches Unternehmen eine Gesellschaft in Luxemburg, um einen Flughafen im Senegal zu betreiben, zumal wenn sie im Senegal eine eigene Tochtergesellschaft hat? Wer den Staat abzockt, den muss der Staat überwachen dürfen. So stand es in einer Presseerklärung des hessischen Finanzministers zu einer Bundesratsinitiative, die darauf abzielt, in besonders schweren Fällen der Steuerhinterziehung sogar Mittel der Telekommunikationsüberwachung einzusetzen. Dabei ist das mit dem Überwachen doch in vielen Fällen
viel einfacher, etwa dann, wenn es sich um ein Unternehmen handelt, das mehrheitlich im öffentlichen Besitz ist, das Aufsichtsgremien hat, das dieses Land mitbesetzen darf. Im Fraport-Aufsichtsrat sind unter anderem der ehemalige Finanzminister Weimar, der Frankfurter Oberbürgermeister Feldmann und eben auch Herr Kaufmann von den GRÜNEN. Es kann doch nicht sein, dass eine Landesregierung sogar zu Abhörmaßnahmen gegen Steuerhinterziehung greifen will, aber bei Briefkasten der Firmen der Fraport einfach wegschaut, meine Damen und Herren. Und deshalb, mein Eindruck ist, der Politikwechsel in der Flughafenpolitik, den die GRÜNEN vor der Wahl versprochen haben, ist ausgefallen. Außer einem personellen Wechsel im Fraport-Aufsichtsrat hat sich nichts geändert. Terminal 3 wird gebaut, das Nachtflugverbot gibt es nicht. Und auch beim Thema Steuervermeidung bleibt die Regierung offenbar tatenlos. Und deshalb letzter Satz. Wir fordern die Landesregierung auf, dass sie klar Stellung bezieht im Interesse der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler und dass sie darauf hinwirkt, dass diese Praxis beendet wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Wissler. Als Nächstes hat sich zu Wort gemeldet Frau Kollegin Arnold für die Fraktion der CDU. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich gehe davon aus, dass Sie den Bericht der Sendung Monitor Malta Besuch im Steuerparadies ja auch gesehen haben. Sie haben ja darüber auch berichtet, Frau Wissler. Und dies zum nicht nur, ich komme da auch noch auf andere Quellen zu sprechen, und dies zum Anlass nehmen, diese Aktuelle Stunde abzuhalten. Ich gebe Ihnen recht, dieser Bericht ist aktuell, das streite ich nicht ab, er ist am 16. Februar ausgestrahlt worden. Jedoch muss man auch einmal anmerken, dass es in dem 11-minütigen Bericht größtenteils um ein spezielles Leasingmodell von Yachten geht, um die dadurch anfallende Mehrwertsteuer auf bis zu 5,4 % zu senken. Was das nun mit der Fraport AG zu tun haben soll, ist mir auf den ersten Blick nicht ersichtlich. Ebenfalls wird im Bericht ausgeführt, dass es Unternehmen gäbe, die nennenswerte Beteiligungen an Firmen in Malta haben, diese aber verheimlichen. Monitor berichtete auch, dass auch die Fraport Tochterfirmen in Malta besitzt. Fraport hat aber diese nicht verheimlicht. Denn schaut man, genauso wie Sie, in den Geschäftsbericht der Fraport AG, findet man dort zwei Tochtergesellschaften der Fraport mit Sitz in Malta. Dies ist also transparent ausgewiesen und somit auch den Finanzbehörden bekannt. Und wie man erfahren konnte, gehört zu der Firma in Malta nicht nur ein Briefkasten, sondern auch Mitarbeiter. Aber noch ein weiterer Aspekt ist sehr interessant. Die Fraport AG ist mitnichten nur in Deutschland und Malta engagiert. Sie hat auch Tochterunternehmen beispielsweise in Griechenland, in Bulgarien, Frau Wissler, ich habe Ihnen zugehört, vielleicht hören Sie mir auch zu, Slowenien, den USA, in Saudi-Arabien, in Peru und so weiter. Die Fraport AG ist also selbstverständlich international aufgestellt, und dies ist nichts Ungewöhnliches. Aber wenn wir dann über die Aktualität Ihrer Aktuellen Stunde reden, dann muss ich Sie ebenfalls enttäuschen. Sie haben es auch erwähnt, nicht nur aus dem Geschäftsbericht der Fraport AG ist das Engagement in Malta seit Langem bekannt. Auch der Hessische Landtag ist hierüber spätestens seit 2013 informiert. Durch die Antwort des Finanzministeriums auf die damalige Kleine Anfrage des Abgeordneten Kaufmann. Ihre Aktuelle Stunde bietet also keine wirkliche Neuigkeit. Und wenn Sie sich dann auch noch mit der Materie inhaltlich befasst hätten, anstatt hier immer nur Ihre Polemik an den Tag zu legen, dann hätten Sie sich vielleicht auch ein anderes Thema gesucht. Die Firmenstrategie der Fraport AG obliegt dem Verantwortungsbereich des Vorstands. Der heute diskutierte Sachverhalt der Fraport AG und ihrer in Malta ansässigen Töchter ist aus steuerrechtlicher Sicht vollkommen legal. Aber natürlich gibt es andere, die sich nicht an die geltenden Steuergesetze halten. Und gegen diese werden zu Recht Maßnahmen ergriffen. So hat beispielsweise die Bundesregierung erst gestern den Gesetzentwurf für die Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie beschlossen. Damit werden die Präventionsmaßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gestärkt und auch die Voraussetzungen für ein elektronisches Transparenzregister geschaffen. Die EU-Finanzminister haben sich kürzlich auf Regeln verständigt, um sogenannte hybride Steuergestaltungen in der EU zu begegnen. Auch Hessen unternimmt viel. Ich will Sie hier beispielsweise an die Initiativen des Finanzministers Dr. Schäfer erinnern, hinsichtlich der Begegnung von Share-Deals,
der Ausweitung der Telekommunikationsüberwachung zur Verfolgung von Steuerkriminalität oder im Hinblick auf Lizenzboxen. Außerdem haben wir in Hessen mit dem Maßnahmenpaket zur verstärkten Bekämpfung der Steuerkriminalität und der internationalen Steuerflucht sowie dem Sicherheitspaket die Arbeit gegen Trickser und Betrüger weiter intensiviert. Bereits im Jahr 2013 hat die damalige Landesregierung mit dem Fünf-Punkte-Programm zur verstärkten Bekämpfung der Steuer- und Wirtschaftskriminalität die Weichen in die richtige Richtung gestellt und entschlossen gehandelt. Es wurde und es wird also viel getan. Ihre Aktuelle Stunde bietet, ich wiederhole mich gern, nichts Neues und ist leider mal wieder ein Beispiel dafür, dass es Ihnen nur um Polemik geht und keinerlei Substanz festzustellen ist. Und anschließend möchte ich auch noch feststellen, dass im Allgemeinen doch auch gilt, nicht jede Firma, die über einen Briefkasten verfügt, ist eine dubiose Briefkastenfirma. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Arnold. Als Nächstes hat sich zu Wort gemeldet für die Fraktion der Sozialdemokraten Herr Kollege Marius Weiß. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Bei einem Bericht der Süddeutschen von letzter Woche blinken mit Fraport und Steuervermeidung gleich zwei Selektoren im Themensuchprogramm der LINKEN für ihre Aktuelle Stunde auf. Die haben aus ihrer Sicht so gut zusammengepasst wie Hänsel und Gretel, und deswegen haben sie hier auch gleich zugegriffen. Leider, liebe Frau Wissler, haben Sie hier eben auch ein bisschen was durcheinandergebracht, was ich versuchen will, wieder zu ordnen. Die Fraport hat zwei Gesellschaften auf Malta. Geschäftszweck ist, neue Mehrheits- und oder Joint-Venture-Beteiligungen für die Unternehmensgruppe im Ausland zu gründen bzw. zu erwerben und zu managen. Es geht bei diesen Gesellschaften also allein um Konzernfinanzierung. Und der Sitz ist auf Malta, weil dort durch ein Steueranreizsystem der Körperschaftssteuersatz auf unter 10% reduziert werden kann. Die Tochtergesellschaften auf Malta wurden von der Fraport in den Geschäftsberichten gemäß HGB veröffentlicht, und die deutschen Finanzbehörden wurden jederzeit darüber informiert. Unstreitig ist das Handeln legal. Das muss aber nicht heißen, dass es auch legitim ist. Auch wenn aktienrechtlich klar ist, und da komme ich wieder zu Ihnen, Frau Wissler, dass für diese Frage nicht der Aufsichtsrat, schon gar nicht der Hessische Landtag, sondern allein der Vorstand zuständig ist, so kann man natürlich als Anteilseigner hier eine Bewertung zu diesem Handeln abgeben. Und für uns lautet die, wir sind der Meinung, dass ein Unternehmen, das mehrheitlich in öffentlicher Hand ist und an dem das Land Hessen der größte Eigentümer ist, sich nicht dadurch hervortun sollte, dass es durch Minimierungsmodelle im Ausland dem deutschen Fiskus möglichst wenig Steuern zahlt. Das kann man hier sagen, weil wir der Meinung sind, dass man an einem Unternehmen, das mehrheitlich in öffentlicher Hand ist, besondere Maßstäbe angelegt werden. Das gilt für die Steuerstrategie ebenso wie für die Arbeitsbedingungen. Wir haben uns hier auch schon über die Ansiedlung von Ryanair beispielsweise unterhalten. Wir wissen aber auch, dass die Fraport als globales Unternehmen im weltweiten Wettbewerb steht und dass sie, um wettbewerbsfähig zu bleiben, die gleichen Möglichkeiten des Wirtschaftens haben muss wie ihre Wettbewerber. Es kann von daher für uns nicht darum gehen, dass nur die Fraport ein Engagement in Malta unterlässt, sondern es muss darum gehen, dass die EU-Staaten steuerliche Rahmenbedingungen schaffen, die es allen Unternehmen unmöglich macht, ihren Steueranteil auf einen nicht akzeptablen Wert zu verringern. Durch künstliche Gewinnverlagerungen multinationaler Unternehmen in Ländern mit niedrigen Steuersätzen entgehen den EU-Staaten nach Erkenntnissen des Europaparlaments Einnahmen von bis zu 190 Milliarden €. Das ist mehr als der Haushalt der EU für 2015. Die entgangenen Einnahmen fehlen für wichtige Investitionen, etwa in verbesserte öffentliche Dienstleistungen, Gesundheitsversorgung und Bildung.
Unabhängig davon ist das eine durch nichts zu rechtfertigende Besserstellung der großen multinationalen Konzerne gegenüber allen, die die Möglichkeit einer solchen Steueroptimierung nicht nutzen können. Umso ärgerlicher ist es, dass Wolfgang Schäuble und seine 27 EU-Kollegen vorgestern es wieder einmal nicht geschafft haben, eine Liste jener Regionen zusammenzustellen, die solche Niedrigsteuerparadiese sind. Jetzt hat man sich erneut bis Ende 2017 vertagt. Ich habe dafür kein Verständnis, denn in den meisten Mitgliedstaaten gibt es bereits schwarze Listen, die lediglich miteinander in Einklang gebracht werden müssen. Und nach den Skandalen um LuxLeaks und die Panama Papers ist es nicht länger hinnehmbar, dass europäische Regierungen hier noch immer auf der Bremse stehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Solche Fälle wie in Malta oder im portugiesischen Madeira, was ebenfalls ein Steuerparadies mit Abgabensätzen unter 5% ist, darf es in Europa nicht mehr geben. Wir müssen das Ziel haben, dass Unternehmen die Steuern wieder dort zahlen, wo die Gewinne erwirtschaftet werden. Dazu müssen sie offenlegen, wo sie welche Gewinne erzielen und welche Steuern entrichten. Wir brauchen auf europäischer Ebene eine gemeinsame Bemessungsgrundlage für die Körperschaftssteuer. Damit wird sichergestellt, dass Unternehmen nicht alles Mögliche und Unmögliche von der Steuer absetzen. Und wir brauchen endlich eine schwarze Liste auf Basis weiterentwickelter, objektiver und umfassender Kriterien. Diese müssen universell sein, also auch auf EU-Mitgliedstaaten anwendbar sein. Und als Letztes, wir müssen koordiniert auch Sanktionen gegen Steueroasen verhängen können, damit wir diese Punkte auch durchsetzen können. Nur so entsteht mehr Steuergerechtigkeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Weiß. Als Nächstes spricht Frau Abg. Erfurth für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Um Ihre Frage zu beantworten, Herr Kollege Schaus, ist ein Steuerthema. Und von daher werden wir uns auch genau zu diesen Fragen äußern. Und ich bin auch, glaube ich, sehr nah bei dem, was der Kollege Weiß eben gesagt hat und auch die Kollegin Arnold. Wir müssen uns in Europa sehr gut darauf verständigen, Steuerschlupflöcher zu stopfen, Steueroasen trockenzulegen, um solche Mechanismen künftig außer Kraft zu setzen, die hier greifen. Ich glaube, das muss das große übergeordnete Ziel sein. Meine Damen und Herren, der Vorgang, den DIE LINKE hier aufgegriffen hat, der ist ja lange bekannt, der ist ja nicht neu. Es ist nichts Neues. Das kann man aus den Geschäftsberichten ablesen. Und das kann man aus dem Beteiligungsbericht, den wir ja auch immer im Unterausschuss besprechen, ablesen. All diese Vorgänge sind bekannt. Und der Kollege Kaufmann, der eben schon einmal eine Rolle gespielt hat, hat das ja auch in einer Kleinen Anfrage 2013 schon einmal vom Finanzministerium abgefragt. Und in dieser Antwort auf die Kleine Anfrage kann man auch sehr deutlich lesen, dass auch das Finanzministerium sagt, es war ein Potpourri von Entscheidungen, die dazu geführt haben, dass in Malta diese Tochtergesellschaften gegründet worden sind. Und einer davon war auch eine steuerliche Frage. Und das wird auch gar nicht drum herum geschwurbelt in dieser Antwort. Es wird durchaus gesagt, ja, da sind in Malta werden weniger Steuern entrichtet als in Deutschland. Und das diese Belastung dadurch insgesamt gesenkt wird. Das ist also kein Geheimnis, das ist alles längst bekannt. Und auch was wir alle wissen ist, die Fraport gehört zu 51% den öffentlichen Händen, nämlich 31% dem Land Hessen, 20% der Stadt Frankfurt. Auch das darf man, glaube ich, nicht außer Acht lassen. Und 49% gehören privaten Anteilseignern. Und da gibt es immer auch, ich sage mal, widerstreitende Interessen, wie dann eine Geschäftsführung am langen Ende zu agieren hat. Und dann hat eine Geschäftsführung auch den Aktionären die Frage zu beantworten, wie sieht es aus mit den Gewinnen? Habt ihr Steueroptimierung betrieben? Auch das sind Fragen, die immer gestellt werden. Und die sind nicht immer unbedingt mit dem identisch, was öffentliche Hände sich so vorstellen. Wir sollten auch nicht so tun, als wäre das nur bei Fraport der Fall.
Also, das gibt es auch in verschiedensten anderen Unternehmen. Das macht es nicht besser. Das macht, da gebe ich Ihnen recht. Aber das ist durchaus auch in Stadtwerken ein Thema. Das ist durchaus auch in Sparkassen ein Thema. Das ist durchaus bei der Commerzbank oder bei Volkswagen ein Thema. Also nichts, was nur das Unternehmen Fraport betrifft, sondern immer wieder ein Thema, wo sich öffentliche Aufträge und, ich sag mal, Steuergestaltungsmöglichkeiten widersprechen und wo auch durchaus auch in, ich bin ja auch schon lange kommunalpolitisch aktiv, in kommunalen Entscheidungsgremien gefragt wird, haben wir auch alle Steuerrechtsvorteile ausgeschöpft? Wir sollten ja nicht so tun, als wäre das sozusagen irgendwas, was eben in kommunalen Gebietskörperschaften nicht stattfindet. Ich habe es jedenfalls schon so erlebt. Und deshalb finde ich so diesen moralischen Zeigefinger, da muss man immer aufpassen, wo er dann hinzeigt. Es ist aber, und da stimme ich Ihnen zu, wir sind kein Kreistag, aber ich wollte damit nur deutlich machen, dass das nichts Weltfremdes ist und dass wir Regeln schaffen müssen und dass wir Regeln schaffen müssen, diese Mechanismen zu beseitigen. Das ist doch der Punkt. Und auch dieser Satz ist in diesem Haus schon öfter gefallen. Nicht alles, was steuerrechtlich legal ist und steuerrechtlich gedreht werden kann, ist legitim und moralisch richtig. Auch dieser Satz stimmt. Und die Kollegin Arnold hat ja darauf hingewiesen, in welch vielfältiger Weise die schwarz-grüne Landesregierung sich dafür einsetzt, solche Lücken im Steuerrecht zu schließen und dafür zu sorgen, dass Steuerrecht auch vernünftig vollzogen wird und dass Steuerrecht keine Schlupflöcher bietet für Menschen, die ihre Steuerrechtsgestaltungen so gestalten wollen, um möglichst wenig Steuern zu zahlen. Und das wäre auch gut, wenn wir endlich klare Regeln hätten. Dann würden wir nämlich auch den Unternehmen, die in öffentlichem Miteigentum stehen, ja, diesen Spagat erleichtern. Dann hätten sie nicht mehr diesen Interessenkonflikt, dafür zu sorgen, wie spare ich Steuern, wie sorge ich dafür, dass meine Aktionäre zufrieden sind und wie erfülle ich meine Vorbildfunktion als öffentliches Unternehmen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir weiter daran arbeiten müssen, Steuerharmonisierung auf der europäischen Ebene hinzukriegen. Und wenn, Frau Kollegin, Sie müssen bitte zum Ende kommen. Den Hinweis, Herr Präsident. Und wenn dann nationale Egoismen aus welchen Gründen auch immer dazu beitragen, dass diese Harmonisierung nicht gelingt, dann tragen wir ja auch dazu bei, dass solche Steueroasen weiter Bestand haben. Und ich glaube, es ist eine wichtige Aufgabe, diese Egoismen zurückzuschrauben und dafür zu sorgen, dass da endlich aufhört und auch richtig ist und legitim, was dann am Ende passiert. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Erfurth. Als nächstes spricht Herr Kollege Jörg-Uwe Hahn für die Fraktion der Freien Demokraten. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mir geht es so ein bisschen wie meinem Fraktionsvorsitzenden Florian Rentsch in der Debatte, die wir vorhin geführt haben. Ich fühle mich ein bisschen arg allein bei der Frage des Wettbewerbs. Ich fühle mich ein bisschen arg allein, natürlich nicht in meiner Fraktion, sondern meine Fraktion im Hinblick auf Sie alle, dass man meint, alles müsse harmonisiert und alles müsse vom Staat, egal auf welcher Ebene, auch reguliert werden. Wir haben ein anderes Menschenbild. Wir haben ein anderes ordnungspolitisches Bild. Und ich will Ihnen sagen, wenn Sie Ihre Argumentation weiter bedenken, die gerade auch von Ihnen, Frau Erfurth, angegangen ist, aber natürlich noch viel intensiver von Kollegen Weiß und auch von Frau Wissler, also wir sollten doch den Kommunen verbieten, dass sie selbstständig noch die Hebesätze bei Grundsteuer und bei Gewerbesteuer beschließen. Wir wollen doch überall, dass es keinen Wettbewerb gibt. Majestät, du musst jetzt dich schon entscheiden, was du willst. Ist das Verhalten der deutschen Börse vor einigen Jahren zur Minimierung der Gewerbesteuerausgaben von Frankfurt nach Eschborn zu gehen etwas anderes? Wieso ist das etwas anderes? Das ist genau dasselbe System.
Man hat einen Wettbewerb, und dieser Wettbewerb muss sich jedes Management selbst neu stellen. Das damalige Management der Deutschen Börse hat beschlossen, wir wollen die hohen Gewerbesteuerzahlungen in Frankfurt nicht mehr leisten, sondern die geringeren ersporen. Deshalb ziehen wir um. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist gesund. Aber wenn Sie weiterdenken, was Sie eben gesagt haben, dann wird das jetzt abgeschafft. Dann wird das jetzt abgeschafft. Sie können sich da gar nicht rausreden. Bei der Logik gibt es nur einen einzigen Weg. Also entweder wir lassen den Wettbewerb zu, ja oder nein. Bei den Kommunen wird Wettbewerb zugelassen, ja. Wieso wird es auf anderer Ebene nicht zugelassen? Meine sehr verehrten Damen und Herren, die rationale Begründung ist mir vollkommen fremd. Wir jedenfalls können sie als Freie Demokraten nicht nachvollziehen. Zweite Bemerkung, und da bin ich auch schon fertig. Legal, legitim, illegitim, jedenfalls bei einem Unternehmen, das mehrheitlich in öffentlicher Hand ist. Sie können sich daran erinnern, dass aus verschiedenen Gründen, auch aus diesem Grunde heraus, die FDP-Fraktion in diesem Hause bei den Haushaltsberatungen für 2017 beantragt hat, angeregt hat, dass wir in einen weiteren Privatisierungsschritt der Fraport AG gehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieses Unternehmen, eines der größten hier in der Region, mit der größten Arbeitsstätte, die wir in Deutschland haben, nicht im Wettbewerb gleichzustellen mit anderen, sondern dann moralische Keulen zu schwingen, das können wir auch nicht nachvollziehen. Deshalb verabschieden wir uns doch davon, dass die Fraport ein mehrheitlich öffentliches Unternehmen ist. Und dann können die legal, wie das im Wettbewerb möglich ist, arbeiten, meine sehr verehrte Damen und Herren. So sichern wir Arbeitsplätze in diesem Lande und nicht mit weiterer Regulierung. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Hahn. Für die Landesregierung spricht Frau Staatssekretärin Weiland. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Eigentlich ist das Steuerrecht ja eine nüchterne Angelegenheit und weniger interessant. Aber wenn es um Steuergerechtigkeit geht, dann betrifft es jeden von uns. Und dann wird dieses Thema nicht nur rational, sondern auch oft emotional diskutiert. Dafür habe ich deshalb Verständnis, weil derjenige, der keine Steuern bezahlt, unserem Rechtsstaat etwas nimmt, was wir dringend brauchen. Denn jeder, der Steuern bezahlt, finanziert damit alles, was wir uns im öffentlichen Bereich leisten können. Das ist wichtig, und deshalb müssen wir auch darauf achten, dass eine Steuergerechtigkeit gegeben ist. Aber ich sagte auch schon, dieses Thema ist nicht neu. Frau Wiesler hatte darauf hingewiesen, es gab bereits eine Kleine Anfrage aus dem Jahre 2013. Und das war nicht nur eine, sondern dieses Thema beschäftigt uns immer wieder. Das ist auch richtig. Erlauben Sie mir aber deshalb, etwas kurz auf diesen Sachverhalt jetzt bezogen auf Fraport einzugehen. Denn Sie wissen auch, dass für Fraport das gilt, was für alle gilt. Derjenige, der Steuern zahlt, hat auch einen Anspruch darauf, dass das Steuergeheimnis gewahrt wird. Das geht jedem so, weil jeder von Ihnen nicht möchte, dass Ihr konkreter Sachverhalt in der Öffentlichkeit mit konkreten Zahlen benannt wird. Und deshalb kann ich auch nur, ich möchte nur meine Position von Anfang an klarstellen, kann ich auch nicht auf konkrete Zahlen eingehen, sondern auf das eingehen, was die Öffentlichkeit aus zugänglichen Quellen erhalten hat, und auch das, was selbstverständlich die Fraport uns dann an Zahlen liefert. Zur Klarstellung. Das Land Hessen ist derzeit mit 31,32% an der Fraport AG beteiligt. Bei der Fraport AG handelt es sich, das weiß jeder, um eine börsennotierte Aktiengesellschaft, die ihren Aktionären verpflichtet ist und die am allgemeinen wirtschaftlichen Wettbewerb teilnimmt. Die Fraport hat, das wurde auch mehrfach gesagt, diverse Gesellschaften auf Malta gegründet. Diese wurden zwecks des Erwerbs, Errichtung, Management sowie finanzieller Ausgestaltung von Beteiligungen errichtet. Ausschlaggebend für die Gründung einer von der Fraport AG getrennten rechtlichen Einheit zur Durchführung dieser Geschäftstätigkeiten auf Malta waren sowohl, und das ist für Unternehmen bezeichnet, organisatorische und strukturelle Gründe als auch natürlich auch Finanzierungsaspekte und steuerliche Überlegungen.
Und dabei sind insbesondere die niedrige lokale Kostenbasis sowie ein vorteilhaftes regulatorisches Umfeld zu erwähnen. Ja, durch die Gründung der Tochtergesellschaften konnten auch die Finanzierungskosten, besonders der ausländischen Tochtergesellschaften der Fraport, wesentlich gesenkt werden. Und mithin wird sehr deutlich, dass dieses alles unternehmerische Erwägungen sind, die für die Gesellschaft ausschlaggebend sind. Was ist aber entscheidend? Die in Malta angesiedelten Gesellschaften erfüllen sämtliche erforderlichen Compliance-Verpflichtungen, und das ist wichtig, in Deutschland und in Malta aus regulatorischer, gesellschaftsrechtlicher, bilanzieller und auch selbstverständlich aus steuerlicher Sicht. Die deutschen Finanzbehörden werden jährlich über sämtliche Aktivitäten der maltesischen Gesellschaften im Rahmen der Steuererklärungspflichten der maltesischen Gesellschaften und der Fraport AG umfassend informiert. Und einige Zahlen in diesem Zusammenhang. Der international agierende Fraport-Konzern weist für 2015 mit einem weltweiten Ertragssteueraufwand von ca. 137 Millionen Euro eine Konzernsteuerquote von 31,5 auf, die auch in Vorjahren vergleichbar hoch war. Und zum Vergleich, die weltweite Konzernsteuerquote ist damit nahezu identisch mit dem nominalen Gesamtsteuersatz der Fraport AG in Deutschland in Höhe von 32,4. Sie sehen, das geht nicht weit auseinander, von 31,5 zu 32,4. Und diese Steuerquote zeigt deutlich, dass von einer Vermeidung des deutschen Besteuerungsniveaus und damit von Steuerflucht nun wirklich keine Rede sein kann. Frau Staatssekretärin, ich darf Sie auf die vereinbarte Redezeit hinweisen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Hessische Landesregierung setzt sich seit vielen Jahren gegen Steuerflucht aus, und es sind Modelle, die von der Hessischen Landesregierung entwickelt wurden. Es geht um das Thema Zinsschranke, es geht um das Thema Lizenzschranke. Das sind Beispiele, die wir auf internationaler und nationaler Ebene weiter vorangetrieben haben. Steuern sollen dem Staat zustehen, wo die Wertschöpfung verantwortlich generiert wurde. Das ist unser Thema. Das machen wir mit BEPS als Stichwort. Das machen wir mit Country-by-Country-Reporting. Das sind Themen, die Hessen im Wesentlichen nach vorne gebracht hat. Nur als Beispiel. Ich könnte länger reden, aber ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin Weiland. Weitere Wortmeldungen zu dem Tagesordnungspunkt liegen nicht vor. Damit ist auch diese Aktuelle Stunde abgehalten.